Hallo Leute, zu einem neuen Projekt mit dem Magnus. Hallo, ich bin der Magnus, ich lutsche heute keinen Bonbon. Ah, das ist aber schade. Ich habe Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen und darf deswegen die Unmod unseres ersten Duells, unser erster Challenge, das darf ich machen. Ich verhaus gerade, aber ist egal. Ich darf sie machen, ich habe mich tierisch gefreut, dass ich Steinschere Papier gewonnen habe. Das war schon krass, ne? Hast du gut gemacht. Wir werden im besten Fall jede zweite Woche gibt's am ersten und am dritten Samstag des Monats gibt's ein Challenge-Video mit kleiner Bestrafung. Für heute haben wir uns ausgesucht Minecraft. Minecraft, wir gehen in eine ganz normal generierte Welt auf schwer. Wir haben eine Stunde Zeit, das wird ein bisschen zusammengecuttet, wahrscheinlich. Vermutlich. Und betteln uns dann mit dem, was wir danach haben. Der Verlierer dieses Duells, der muss vom Gewinner einen Avatar benutzen, den der vorgibt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den zeichnen werden selbst. Ne? Das heißt, es werden die größten Paint-Skills überhaupt dann rauskommen. Aber ja. Ich werde Paint nutzen, aber sowas von. Ich nutze Photoshop, aber das sieht ja mit Explosionen und so. Von daher, der sieht am Ende einfach aus wie Pain. Okay. Die nächsten Spiele werden sich dann immer durchwechseln. Es wird nicht immer Minecraft sein. Es wird auch nicht immer ein Duell dieser Art sein. Es werden auch noch andere Duelle kommen. Aber es wird immer eine. Es geht gegeneinander, ja. Aber nicht immer so. Waffen gegeneinander, sondern auch mal Worte gegeneinander oder irgendwas gegeneinander, je nachdem, worin es in dem Spiel geht. Ich habe übrigens mit Molly geklärt, das funktioniert. Gut. Deswegen ist mir das gerade eingefallen. So, das soll heißen für euch, freut euch auf die Zukunft. Wir starten jetzt einfach in die Challenge rein und können dabei ja einfach noch ein bisschen weiter erzählen. So, das heißt, wir gehen auf den Server und können einfach drauf gehen, ne? Wir haben hier schon mal vorbereitet. So, verbinde zum Server. Du warst vorher kurz ein weiblicher Steve. Ich seh schon eine Biene im Hintergrund. Da mach mich schon unruhig. Hinterm Baum. Okay. Wir teleportieren uns dann zueinander, sobald die Stunde vorbei ist. Timer läuft in 3, 2, 1, go. Okay. Ich lauf mal hier rum. Ne? Blöd. Warte mal. Ich weiß nicht. Ich komme mal kurz zurück. Du brauchst ein bisschen Holz. Da hinten ist nichts mehr. Ja, also um es auch nochmal ganz kurz zu sagen, also heute ist ein fälschlicherweise für einen Samstag gehaltener Mittwoch. Ja, genau. Stimmt, das passiert. Wenn man sich denkt, hey, wir starten dieses Projekt einfach am 1.1. Das ist geil. Und einem dann auffällt, fuck, der 1.1. ist ja gar kein Samstag. Wie konnte er nur? Hat genau, so enttäuscht. Wie kann er das nur tun? Die Schafe sehen übrigens ein bisschen blöd hier in diesem Texture-Pack. Ich habe keine Ahnung, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich weiß, aber die sehen so ein bisschen verpeilt aus. So. Wir haben zuerst überlegt, es auf Hardcore zu stellen, um das jetzt schon mal so in den Raum zu werfen. Mhm. Aber dann haben wir uns so gesagt, ja, was ist eigentlich, ne, wenn einer stirbt, halt total öde, ne? Genau. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, komm, wir stellen es einfach nur auf schwer. Wenn man halt irgendwo stirbt, dann muss man halt von neu anfangen. Dann hat man Pech. Wir kämpfen mit dem, was wir dann haben. Wir dürfen die letzte Aktion noch zu Ende machen, weil ich wahrscheinlich verpassen werde, kurz vorher Bescheid zu sagen, so bei 10 Sekunden oder sowas, dass man das noch macht. Dementsprechend, wenn man gerade an einem Ofen steht, darf man halt das Essen noch rausnehmen oder was weiß ich. Oh Gott, hier lädt gerade jemand seine Railgun nach, habe ich das Gefühl. Das ist ja schrecklich. Technischer Fortschritt. Was warte ich nochmal? Nichts. Ich hab noch keine Eisenspitzhacke. Alter, richtig krasser Dude, Nee, ich hab nur eine Steinspitzhacke. Okay, das hab ich sogar auch schon. Hab das wirklich gerade übersehen. Zur Not teleportieren wir uns einfach zu 0-0 auf der Karte. Ich weiß nicht, ob das der Spawnpunkt ist oder was das nachher wird. Zombies, wenn sie im Battle auftauchen, sind sie halt da, ne? Wer da reinrennt, ist selber schuld. Genau. Und bin gespannt. Man muss ja sagen, wir haben eigentlich schon unsere erste Folge dieses Formats aufgenommen. Eigentlich ja. Dann ist sie leider zunichte gegangen, aus Gründen, die nicht uns beide betreffen, wir wurden aufgehalten, dieses Material zu nutzen. Ja. Weil wir haben halt bei einem PvP-Projekt mitgemacht und
Da war halt ein Bug, dass Leute unsichtbar waren. Und wir beide wurden halt von einem Unsichtbaren weggemacht. Das war halt ein bisschen sehr doof und deswegen haben wir das jetzt nicht genommen. Genau. Obwohl das sehr cool gewesen wäre. Vielleicht zeigen wir euch bei Zeiten mal einen kleinen Zusammenschnitt oder sowas. Hätte ja aussehen können. So als zu einem bestimmten Punkt. So nach der 10. Folge oder sowas bringen wir das als Special oder sowas. Ja, genau. Oder wir bringen es einfach morgen. Zwei kleine Zombies! Zwei! Nein! Nein! Oh, danke Skelett! Danke für den Schuss! Ah. Gutes Skelett. Während der Yoshi sich da gerade mit zwei kleinen Zombies gefühlt. Oh nein! Ein bisschen! Ah, bitte! Nein, tu das nicht! Ich weiß, wo dein Haus wohnt! Ja. Bei euch so, Leute? Das ist eigentlich relativ entspannt hier gerade alles. Also ich höre zwar hier so ein bisschen. Da höre ich zwar gerade in der Nähe. Aber. Ach so, scheiße, ich kann das verrottete Fleisch einfach essen, das ist okay. Ja, schön. Ich bin in der Höhle gelandet. Gut, da gehen wir dann nicht weiter. Weil ich mir sage. Er ist so verwirrend, du. So. So, Magnus. Wie viel hast du denn schon so an Rüstung? Sag mal ehrlich. An Rüstung habe ich noch gar nichts. Achso, ja, ich auch nicht. Gut. Ich bin wirklich richtig schlecht unterwegs eigentlich, ne? Also ich muss halt gleich wirklich mal so hardcore. Bisher bin ich auch noch nicht so richtig gut hier am Start. Ist aber auch wirklich, muss jetzt aber auch mal ganz kurz sagen, das Biom ist jetzt auch wirklich nicht so dufte. Ich bin auch ein bisschen gerannt, weil ich, ich hatte schon. Ich habe mir zwar keinen Plan gemacht, als ich losgerannt bin, aber beim Rennen dachte ich mir so, ja, eigentlich ist das eine gute Idee. Ja, ich renne jetzt auch mal ein bisschen. Damit ich mal ein bisschen, noch was Sinnvolles hier erlebe heute. Du kannst ja nicht weitergehen, du. Das ist Füchse. Kann sein, dass es Füchse gibt. Das ist eine Fuchsfamilie. Oh! Tötet, warte. die Hälfte der Zeit ist in 8 Minuten rum. Ja. Knapp. Ja, das mag gut sein. Und ich habe noch kein einziges Eisen. Ich weiß immer noch nicht, wie Eisen aussieht hier, ne? Da ist es. Ich buddel mich jetzt runter. Das dauert mir sonst zu lange. So. Ihr seid doch kacke. Du bist nicht kacke. Du bist gerade erwachsen geworden. Gute Kuh. Ich habe gerade das schwarze Schaf aus der Familie getötet. Oha. Und um Gleichgewicht in die Welt reinzubringen, habe ich jetzt auch noch ein weißes getötet. Okay. Das ist Gleichgewicht. Du bist schon so ein kleiner Schafkiller, ne? Ja, ich mag sehr gerne Lamm. Schmeckt sehr gut. Boah. Vor allem so für 2,50 Euro beim Dönermann oder so, weißt du? Da kannst du dir erstmal ein Kilo holen. Für uns einfach. Nein, was ist mit, wenn wir jetzt so... Oh! Das will ich nicht, das mag ich nicht. Nein, danke. Bau das hier doch zu, irgendwie, du dummer Dino. Danke. Hi. Ja, okay, also wenn wir uns sehen würden. Ja, nee, gehen wir in die Öfen vom anderen oder sowas, so nach dem Motto. Nee. Also, machen wir Gentleman's genau, Agreement, so. Ja, ja, genau. Also wir tun so, als wäre der andere gar nicht existent. Ach, guck mal, ich habe einen Ofen gefunden. Was ist das denn, ein Ofen hier mitten in der Welt? Was ist ja ein Zufall. Da steht sogar, ach, guck mal, da steht sogar einer neben, der NPC steht daneben, krass. Das ist schon wirklich krass, ne? Ja. Muss nicht. So, Eisen sollte nicht das Problem sein. Server hat ein Spiel gespielt. Ah, ich hatte... Okay. Wenn ich mich jetzt hier so hinstelle, Enderman, mit 2 Deckenhöhe, dann kannst du mich ja nicht angreifen, ne? Sag das nicht. Erstmal mache ich das. Ich höre ihn schon schreien. Ah, Magnus, ich werde von dem Enderman getötet. Komm her! Haha! Enderperle! Das ist cool. Genau hier, aber sowas wollte ich finden. Wer ist nochmal als Richter am Ende eingesetzt? Jonathan, ah, okay. Das ist wirklich gut. Ich dachte jetzt irgendwie an Horst Lichter oder so. Also der Horst ist, das, der Horst, der Horst da ist, ja. Ist richtig gut. Ich, was ich hier gerade gemacht habe. Das dachte ich mir schon. Ja. Gut. Das hatte ich erwartet. Oh, 2 davon, ne? War schlecht. Aua! Das tut gar nicht weh.
Oh, Lava, Lava, Laver, Lava. Laver, Lava, Lava. Lave, Lave, Lavu. Ah. Das sei, ja. Kann man schon so sagen. Ja, wir müssen ja noch eine. Wie lange haben wir denn jetzt noch? 18, 18, okay. Der passt doch noch. Da kann man noch viel erreichen in der Zeit. Ja, vielleicht Dias finden? Ja, es wäre schon mal schön. Ich habe gehört, hinter Kohle verstecken sich bestimmt manchmal. Nämlich genau hier. Nein. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt einen gefunden hättest, ne, dann hätte ich aber einen Schreikrampf bekommen, glaube ich. Ah, hier, hier hinter der Kohle, auf der Seite. Die falsche Seite genommen. Ah, okay. Also muss das hinter dem hier sein. Ja, auf der richtigen Höhe. Ja. Also, ich habe das Gefühl, wir sind gerade nahezu, bis auf nur ein, zwei Kleinigkeiten, die vielleicht einer von uns beiden hat, ähnlich ausgerüstet. Das kann gut sein. Ich denke, wir werden beide Eisen haben. Und dann war es das nahezu. Eine Enderperle bei mir noch und dann... Komm, gib mir noch ein Dia. Mein Inventar ist voll. Das ist gut. Dio. Oh, Sole mio. Da ist ein Dio. Also ich wusste nicht, dass so nah aneinander Diamanten spawnen können. Ich werde jetzt nicht sagen, ich habe eine Brustplatte gleich, aber es könnte sein, dass ich gleich eine Brustplatte daraus habe. Das wäre ärgerlich. Mit denen da. Gib mir das da schon mal. Zwei Creeper, ist das euer Ernst? Hm. Müssen die so viel aushalten? Kannst du bitte nicht neben... Wenn du jetzt stirbst, dann wäre es ziemlich bitter. Ja, dann hättest du eigentlich nahezu safe gewonnen. Ja, dürfte dann nicht mehr so schwer sein. Mann! Lass mich in Ruhe. Ich will die nicht. So. So, hinter mir erstmal zugebaut. Das ist schon mal gut. Wieder laute Geräusche hier. So. Achso, genau. Das da wollte ich auch wirklich mitnehmen. Vorne. Das ist gemein, dass man das sieht. Zeit schon durchrennen können. Wahrscheinlich baue ich gerade so mitten in so einen Berg rein. Weißt du, ich bin gleich auf Höhe 100 oder so bestimmt. Vermutlich. Das Hochbuddeln dauert so lange. Ich habe aber schon Pferde, glaube ich. Bitte lass es Tag draußen sein. Ja, das war ein Pferd auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Gerade eben war noch Nacht. Oder vielleicht auch schon Nacht? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall noch Nacht. Wow. Aus meinem... ich weiß nicht, ob ich das hier finden werde. Okay, renn erstmal. Okay, ich sollte mir vielleicht eine trotzdem... Sache aus meinem Masterplan habe ich noch gefunden, damit ich auch drüber löse. Ah! Früh rausgetappt! Löse. Ja, lass mich wieder rennen. Oh. Oh, nur noch. Eine Kleinigkeit, um es perfekt zu machen. Es regnet vor allem gerade. Den Regensound irgendwann mal wohl ausgestellt, wie es scheint. Das habe ich noch nicht. Als ob. Okay, jetzt muss ich umlegen. Davon habe ich zu wenig. Tu irgendwas weg. Das hier, das wirst du sowieso nicht nutzen. Okay, tschüss. Ich gebe dir unter Tage. 8 Minuten. Mhm. Passt. Alles wunderbar. Läuft.
brauche ich nur eins davon. So, jetzt muss das, glaube ich, dahin. Ach, kommt da raus, kommt da raus. Weg mit euch, weg mit euch. So. Komm schon. So. Kacke. So. Ach, jetzt leck mich doch. Ah, Magnus, wie geht's dir? Ja, ganz okay, genau. Ja, mir auch. Das ist gerade verbrannt, das ist aber schlecht. Das noch mit. Das ist wieder verbrannt, das ist wieder schlecht. Aber ich nicht eins... 3 Minuten? Gebaut und verzaubert, was geht. Ja, einfach nur diese. Was jetzt da? Ja, ich habe alles unten in der Leiste. Da muss vielleicht noch ein Slot hin und her oder so. Ja, dann. Ja. So, okay. Ja. Bin ich jetzt mal gespannt. Nicht nur. Ja, Pferd und Wölfe haben aber sowieso jetzt nicht hier. Dementsprechend. Genau. Okay. Was das schon bauen ist, denke ich, vollkommen okay. Dann ja, gut. Bist du bereit? Ja, schon so irgendwie, ne? So halb. Mal gucken, was draus wird. Okay, dann geht's um unsere erste Challenge in 3, 2, 1, go! Ja, los. So viel Spaß damit, ne? Ich möchte dir ein Monument bauen. Ja, warte, ich möchte was beitragen. Warte, ich möchte doch nur was beitragen. Okay. Oh, ich hab Fackeln gebaut. Was ist das nee. Jetzt? Wird das ein Auto? Ach, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung. Ich hab mich verzählt. Ich hab kein Schild. Oh Gott, du bist ja sowas von cool ausgerüstet. Okay. Originalgröße. Okay, dann los. Läuft weiter, irgendwas rum hier. Dann weiter, ne? Ja, ja klar. So ein kleiner Hase, glaube ich, läuft hier rum. Mach die Party. So. Was ist ja, los? Okay. Komm, ja. Oh, yeah. Das Problem ist halt, der Schild bringt überhaupt nichts gegen den Menschen. Ja, im Nahkampf nicht. Ja, im Nahkampf aber überhaupt nicht. Ah, oh, ich habe wirklich gut Diamanten gefunden, muss man sagen. Ich habe halt keinen einzigen gefunden. Und? Ich habe mir auch gerade vorgenommen. Warte mal, ich, Ja, das... TP mich mal nochmal zu dir. So. Wo ist mein Zeug? Da, bitte. Ah, oh, ich war wirklich sehr, sehr lucky, weil, wie gesagt, ich habe halt erstmal super viele Dias gefunden. Aber ich habe halt wirklich, ich habe keinen einzigen gefunden. Ich hatte nachher, ich hatte im Endeffekt... Den Tisch, der noch unten steht. Da sind 2 drauf. Gut. Ein Schwert sind 4. 3 sind Spitzhacke. Sind 7. Plus eine Hose und Schuhe. Na, ich wollte jetzt mal eine Sache wollte ich nachschauen. Wie viele Blöcke ich abgebaut habe unter Tage. Achso, das stimmt. Das kann man ja hier... Statistik. Fucking von normal eigentlich ein Dia zu finden oder so. Wie viele normale Steine hast du abgebaut? Wo steht denn das? Statistiken... Statistiken dann Sprünge. Auf Items. Und dann kannst du Times Mine, also das erste. Ich habe 700 Steine. Ich habe 980. Normale aber ich muss halt sagen, ich bin auch durch Höhlen gelaufen, weil Höhlen ein bisschen sinnvoller sind. Um oft, wenn du eine Höhle ja, und auf der. Ja, auch. Auf ich war der, immer, sobald ich in der Höhle bin, bin ich da durchgelaufen. Ja, okay. Habe ich nicht anders gemacht. Ich bin nur einmal umgedreht. Nur einmal umgedreht, weil da halt wirklich 2 Creeper standen und da hatte ich keinen Bock drauf. Enderperle hatte ich auch noch gehabt. Und ich habe mir natürlich, das hast du aber dann gesehen. Ja, yeah, das habe ich ja auch. Und ich hatte sogar, habe mir auch kurz vor Ende noch einen Flint dafür gefarmt. Nee, das hatte ich... Ich habe mir am Anfang knapp 2 Stacks Keys mitgenommen, um mir genug Pfeile zu machen. Und dann konnte ich mir mal direkt 30 machen und war schon mal gut. Ich wollte gerade fragen, wie viele Pfeile du hattest. Ich habe noch 29. Ja. Aber gegen Schild machst du halt dann nichts, deswegen wusste ich halt, dass ich da dran muss. Aber... So, Leute!
Wenn es euch gefallen hat, das ist das erste Battle, beim nächsten Mal gibt es ein anderes Spiel. Es wird weniger blockig. Mehr Action geladen. Hoffentlich. Mehr Kampf gegeneinander. Hoffentlich. Ich freue mich drauf. Magnus wird ab heute dafür jetzt erstmal 2 Wochen mit einem wunderschönen Avatar rumlaufen müssen. Bin ich aber auch eigentlich ganz froh drüber, muss ich selbst nicht zeichnen. Dann ist ich werde mir da auch nicht mehr als 5 Minuten für nehmen. Ja, gut, das hätte ich vielleicht auch noch gemacht. Aber so ist halt auch ganz gut. Ja, beim nächsten Mal dann nicht den ersten Samstag jetzt, weil das ist ja der Ersatz, sondern dann der dritte Samstag, da kommt auf jeden Fall. Das heißt, das ist der, wie vielte ist das? Ich müsste jetzt im Kalender nachgucken. Ich glaube 18. 19. Ja, irgendwo so um die Dreh. Auf jeden Fall am 18. 19. Sagen wir einfach so. Da so genau, am 18. Am 18. Ja. kommt die nächste Folge, versprochen. Die nehmen wir nämlich gleich direkt auf. Genau. Also jetzt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß dran. Schreibt gerne in die Kommentare Vorschläge für Spiele und Bestrafungen. Ja. Wir gucken, was wir davon verwenden können. Gerne nehmen wir natürlich darauf Bezug, auf eure Vorschläge. Ich habe sogar noch was für dich. Fuck. Oh, kein rausgekommen. Ich habe extra die Schneebälle die ganze Zeit behalten, weil ich die irgendwo aufgesammelt hatte. Ja, eine Schaufel? Muss ja eigentlich schaufeln. Okay, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei Magnus vorbei oder andersrum, wie auch immer. Genau, Magnus hat super viele coole neue Projekte. Hat mir ganz viel erzählt. Das ist super cool. Yeah. Schaut da vorbei. Wir müssen jetzt hier... 1500 Videos. Ja, du musst. Ich bin im Creative. Ich bin... Tschüss! Du Arsch!